Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar zu Pokémon Silber Nuzlocke Challenge. Ja, gut, wir fangen heute mit einem neuen Projekt an, mit der Pokémon Silberne Edition und starten eine Nuzlocke Challenge. Wir werden sehen, wie weit wir kommen, wird auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Projekt. Wir hoffen natürlich, dass wir bis zum Ende kommen, drücken auf neues Spiel und tauchen in das Weltgeschehen ein. Hm, was? Du hast mich aufgeweckt. Kannst du mir sagen... Wie spät es ist? Wie spät ist es? Wie spät haben wir es? Wir haben gerade 12 Uhr tagsüber. Was? Tag 12 Uhr? Ja. Wie viele Minuten? 12 Uhr 45. So. Wow. 45 Minuten. Tag 12 Uhr 45. Wow. Ich habe verschlafen. Hi. Entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon. Tag aus, Tag ein. Wie lautet dein Name? Wir sind natürlich der Razor. Ja. Gibt's hier groß und klein? Ja, gibt's. Razor. Zack. Ende. Perfekt. Razor, bist du bereit? Dein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Dich erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller Träume und aufregender Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Mache dich bereit. Ich treffe dich später. Alles klar. So, wir sind jetzt im Spiel drin. Gehen erstmal runter zu unserer Mutter. Die übliche Leier. Oh, Razor. Unser Nachbar, Professor Lind, hat nach dir gesucht. Er möchte... dass du etwas für ihn erledigst. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokémon-Kommen ist von der Reparatur zurück. Da hast du ihn. Razor hält Pokécom. Alles klar, wir haben unseren Pokécom bekommen. Pokémon-Kom oder einfach nur Pokécom. Ein wichtiges Gerät auf deinem Pfad als Trainer. Oh, der Wochentag ist noch nicht eingestellt. Das darfst du nicht vergessen. Welcher Tag ist heute? Wir haben heute... welchen Tag haben wir heute? Mittwoch? Wir haben heute Mittwoch. Mittwoch, oder? Ja. Haben wir Sommerzeit? Mehr oder weniger. Okay. Geh nach Hause, um deine Uhr auf Sommerzeit oder Winterzeit einzustellen. Übrigens, weißt du über den Umgang mit dem Telefon Bescheid? Ja, natürlich. Muss man nicht einfach den Pokécom einschalten und es ist egal, ob wir ja oder nein gesagt hätten. Sie hätte es uns sowieso erklärt. Okay, wähle einfach den Namen der Person, die du anrufen möchtest. Ist das nicht praktisch? Super toll. Werden wir ganz oft nutzen. Okay, wir gehen jetzt hier aus dem Haus raus. Da ist unsere Rivale. Und wir müssen zu Professor Lind gehen. Denn der will natürlich was von uns. Razor, da bist du ja. Ich muss dich um etwas bitten. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Ständig findet er eigenartiges Zeugs und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschickt, in der steht, dass es sich diesmal um etwas Großes handeln muss. Das klingt zwar faszinierend, aber wir sind derzeit mitten in unseren eigenen Pokémon-Forschung. Könntest du der Sache nachgehen? Ich gebe dir auch ein Pokémon als Partner. Es ist ein sehr seltenes Pokémon, das wir gerade erst entdeckt haben.
Fehler. Eines aus. Okay, wir nehmen natürlich Kanimani. Kanimani ist und bleibt eins der coolsten Pokémon. Wer die Nuzlocke-Challenge natürlich nicht kennt, für die muss ich es ja natürlich erklären. Erstmal müssen wir Kanimani, also was heißt müssen wir Kanimani auswählen? Nehmen wir Kanimani und müssen Kanimani einen Spitznamen geben. Und ich würde sagen, wir nehmen so einen richtig coolen Namen und nennen ihn Kroko. Perfekt. Okay, also die Nuzlocke-Challenge ist, wir müssen uns auf jeder neuen Route das erste Pokémon, das wir sehen, müssen wir fangen. Und wir haben auch nur einen Versuch, also wenn wir das Pokémon töten oder wir es fangen, dürfen wir auf der Route kein weiteres Pokémon mehr fangen. Und wenn Pokémon stirbt, müssen wir es freilassen. Ganz genau. Wenn alle unsere Pokémon tot sind, haben wir die Challenge verloren und ja, dann stehen wir doof da. Mr. Pokémon wohnt in der Nähe von Rosalia City, der nächsten Stadt. Du gelangst fast ohne Umwege dorthin. Ist dein Pokémon verletzt, solltest du es mit Hilfe dieser Maschine heilen. Ich gebe dir auch meine Telefonnummer. Du kannst mich jederzeit anrufen. Razor hält Lins Nummer. Alles klar, damit haben wir auch seine Nummer. Und machen uns jetzt auf in die Welt der Pokémon. Oder auch doch noch nicht. Razor, ich will, dass du das mitnimmst. Razor hält Trank. Alles klar, wir haben einen Trank bekommen. Das ist natürlich auch sehr, sehr nützlich. Also steckt Trank in Itemtasche. Wir sind nur zur Zeit und wir haben viel zu tun. Okay. Alles klar. Dann gehen wir mal ins Spielgeschehen rein. Sollen wir schon ein bisschen trainieren? Ich weiß ja nicht. Ah, machen wir mal. Ein Radfratz. Oh, Level 4. Interessant. Wir gehen für Kratzer. Okay, geht für Rutenschlag. Es schlug fehl. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Radfratz. Ein für Tackle. Ja, alles. Würde uns nicht so viel Schaden machen. 3 KP. Wählen wir für einen Kratzer. Kriegen sogar einen Volltreffer. 8 für Tackle. Und wählen wir für einen Kratzer. Können wir den Radfratz besiegen und bekommen 32 Erfahrungspunkte. Kriegen fast sogar ein Level up. Und gehen weiter. Laufen erstmal gegen die Wand. Nicht schlecht. Ein wildes Taubsi. Das können wir auch besiegen. Volltreffer, okay. Wir sind ziemlich lucky auf jeden Fall. Also wir haben ziemlich viel Glück. Die Attacken gehen daneben, wir kriegen ziemlich viele Crits. So gefällt uns das doch. Kann eigentlich nur heißen, dass es noch besser wird. Okay, wir erreichen Level 6, das ist auch sehr, sehr schön. Gehen erstmal weiter. Ach, Pokémon Silber ist wirklich ein super tolles Spiel. Also mir gefällt es. Es ist wirklich eins meiner Lieblingsgenerationen. Aber meine Lieblingsgeneration ist und bleibt immer noch die vierte Gen. Okay, wieder ein Taubsi. Los, Kroko. Und weiter mit Kratzer angreifen. Eight for Tackle, ja. Meinetwegen. Diesmal kriegt er sogar einen Volltreffer, okay. Aber wir haben unsere Beere natürlich. Die, ganz normale Beere, die man in, ich glaube in Hard Gold und Soul Silver hat man die auch bekommen. Also auf seinem Pokémon. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Okay. Wir können Taubsi besiegen. Und sind schon fast Level 7. So, weiter geht's. Also die Regel mit den mit der Nuzlocke Challenge, die gilt natürlich erst dann, wenn wir Pokébälle haben. Das wäre sonst ein wenig unfair. Ich denke mal, heilen müssen wir unsere Pokémon nicht. Jetzt kriegen wir erstmal. Ach, wir müssen gar nicht gezwungenermaßen mit ihm reden. Okay. Ich glaube, in Hard Gold und Soul Silver muss man ja mit ihm reden, wegen den Turbo-Tretern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, wieder ein Pokémon. Also wie gesagt, heilen müssen wir unser Pokémon jetzt eigentlich noch nicht. Das ist nicht zwingend notwendig. Okay, wählen wir für einen Kratzer. Wir machen wirklich schon sehr, sehr guten Schaden. Okay, geht für Tackle. Meinetwegen ziehen uns nur 3 KP. So. Wählen wir für Kratzer. Und damit ist auch das Taubsi besiegt. Läuft auf jeden Fall alles sehr, sehr gut. Wir erreichen sogar Level 7. Ja. Alles klar. Und wir lernen Raserei. Das ist auch ziemlich cool. Wobei Raserei werden wir, glaube ich, überhaupt nicht benutzen. Okay.
Sagen Sie Aprikoko holen? Ah, das machen wir später. Das machen wir alle später. Erstmal gehen wir zum Mr. Pokémon. Ein Kokuna. Okay, jetzt ist die Frage. Kann Kokuna überhaupt irgendeine Attacke? Ich glaube nicht, oder? Ah, wir können eigentlich auch flüchten bei Kokuna. Das kann sowieso nicht angreifen. So. Okay, nächstes Pokémon. Ein Kokuna. Okay. Wir flüchten wieder. Und das nächste Pokémon. Wir haben, was Pokémon betrifft, ziemliches Unglück. Also, ich glaube, fast jede zweite Grasstelle kommt fast ein Pokémon. Okay, wieder kommt ein Taubsi. Wir greifen wieder mit Kratzer an. Danke für Tackle. Ja, macht immer noch nur 3 KP. Das ist nicht schlimm. Wir könnten zwar einen Trank benutzen, aber so zwingend notwendig ist es auch nicht. Tackle geht sogar daneben. Wir gehen wieder für einen Kratzer. Und damit können wir auch dieses Taubsi besiegen. So, wir gehen weiter. Ich sag's ja, fast jede zweite Grasstelle. Das ist wirklich unglaublich. Wir kommen da heute niemals an. Okay, wieder ein Taubsi. Diesmal sogar nur Level 2, kein Problem. Für unser Kroko, wir gehen wieder für einen Kratzer. Und ja, können ihn sogar two-hitten. Er geht für einen Tackle. Zieht uns 2 KP. Alles, überhaupt kein Problem. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare, was so eure Lieblingsgeneration ist, würde mich mal interessieren. Und was ihr natürlich von diesem Projekt erhaltet. Also ich habe auf jeden Fall mega Lust drauf. Ich hoffe ihr auch. Und wir sind jetzt bei Mr. Pokémon. Hallo, du musst Razor sein. Professor Lind sagte, dass du kommst. Professor Lind soll das hier untersuchen. Razor hält Rätselei. Okay, wir bekommen das Rätselei. Razor steckt Rätselei in Basis-Items. Ich kenne ein Paar, das ein Pokémon-Pension leitet. Sie gaben mir das Ei. Ich war derart fasziniert, dass ich Professor Lind eine E-Mail schrieb. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind eine Kapazität. Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Ich gehe davon aus, dass Professor Lind mehr darüber weiß. Okay, da kommt Professor Eich sonst. Aha, du bist also Razor. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin von Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, du hast etwas für Professor Lind besorgt, also habe ich gewartet. Oh, was ist das? Ein seltenes Pokémon? Mal sehen. Hm, ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir ein Pokémon für die Besorgung gegeben hat. Für Forscher wie Professor Lind und mich sind Pokémon unsere Freunde. Er erkannte, dass du deinem Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst. Wow. Ah, du scheinst zuverlässig. Möchtest du mir auch helfen? Dieses ist die neueste Version des Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Razor hält Pokédex. Wir haben nicht mal Ja oder Nein gesagt. Wir kriegen einfach den Pokédex in die Hand gedrückt und müssen ihn benutzen. Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige den Pokédex. Ich bin schon zu lange hier. Ich muss nach Dukatia City zu meiner Radioshow. Razor, ich zähle auf dich. Dann immer so viel Vertrauen in mich legen. Kehrst du zu Professor Lind zurück? Dein Pokémon sieht müde aus. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Okay, wir kriegen unser Pokémon hier geheilt. Kein Problem. Ich bin auf dich angewiesen. Okay, wir gehen weiter. Und wir kriegen einen Anruf von Professor Lind. Hallo, Razor. Es ist eine Katastrophe. Es ist einfach schrecklich. Was soll ich tun? Oh nein, bitte komm hierher, zurück. Okay. Ich verrate euch jetzt noch nicht, was passiert. Für die Leute, die es natürlich noch nicht wissen. Es soll ja noch ein wenig Überraschung dabei sein. Es kommt ein Horn-Dio. Kein Problem für uns. Greifen Kratzer an. Fadenschuss. Aha, Fadenschuss ist nervig. Aber, naja. Ich glaube, wir sind immer noch schneller, oder? Nee, er ist sogar schneller. Greif weiter mit Fadenschuss an, okay. Kein Problem. Wir greifen weiter mit Kratzer an. Und können Huan Liu. Wow. besiegen. Gut, hier hatte ihr Tackle noch keine 100% Genauigkeit. Ich weiß gar nicht, wie es bei Kratzer ist. Ob Kratzer eine 100% Genauigkeit hat oder nicht. Okay. So,
So, Aprikoko, wir gehen da später sowieso nochmal vorbei. So, zwingend ist es jetzt nicht. Darum gehen wir erstmal weiter. Wieder ein Taubsi. Auch auf Level 2. Gehen weiter für Kratzer. Läuft auf jeden Fall ziemlich gut für den ersten Part. Ich denke mal, ich werde die Part so 20 bis 25 Minuten halten. Wird ganz gut passen. Beim ersten Part weiß ich es noch nicht. Je nachdem, wo wir gerade, also an welchem Punkt wir gerade angelangt sind. So, wir sind Level 8. Und ihr werdet es wahrscheinlich, also für die Leute, die schon wissen, werden jetzt wissen, was passiert. Und zwar gehen wir runter. Und da erwartet uns schon jemand. Und zwar unser Rivale, der noch keinen Namen trägt. Welche Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Also, dass wir ein Pokémon haben. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Und genau aus diesem Grund hatte Professor Lind uns nämlich angerufen, denn diese ominöse Gestalt, Fragezeichen, 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 möchte kämpfen, ist unser Rivale und der hat das Indivier vom Professor geklaut. Aber auch Indivier dürfte für unser Kroko auf Level 8 kein Problem sein. Wir greifen erstmal mit Silberblick an, um seine Verteidigung zu schwächen. Er geht für Heuler, okay. Jetzt sind wir wieder bei 0. Dann gehen wir einfach nochmal für Silberblick. Silberblick hat eine ziemlich coole Animation hier. Er geht für Tackle, auch kein Problem. Ja, es sieht uns nichts. Wir gehen wieder für Silberblick. Er geht wieder für Tackle, wie gesagt. Das ist kein Problem. Wir gehen für Kratzer. Und macht schon sehr gut Schaden. Reicht zum Two-Hit. Ja, wir gehen nochmal für Kratzer. Und können damit das Indivier besiegen. Und wir bekommen auf jeden Fall sehr gute Erfahrungspunkte. So. Mein Name ist Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich werde der weltbeste Pokémon-Trainer sein. Dafür haben wir dich aber gerade besiegt. Okay, wir gehen weiter. Gehen wir zurück zu Professor Lind. Tun wir dessen vielleicht noch so ein bisschen nebenbei trainieren. Schadet ja nie. Wieder ein Taubsi. Wir sind wieder komplett vollgehalten, okay. Das hatte ich sogar anders in Erinnerung. Also das wusste ich nicht mal. Bin vorher, glaube ich, immer ins Pokécenter gegangen. Aber das war jetzt hier nicht notwendig. Wir besiegen auch dieses Taubsi mit Kratzer. So, wir gehen wieder zurück. Da, 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 da. Musik ist echt cool. Hier wieder ein Pokémon. Und auch dieses Taubsi wird für uns kein Problem sein. So, Taubsi können wir damit auch besiegen. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich einen kleinen Schnitt machen, denn ich werde jetzt hier vielleicht noch ein bisschen leveln. Und weil es schadet ja eigentlich nie. Und dann werde ich jetzt gleich noch ein bisschen leveln. Dann sehen wir uns gleich nach dem Leveln wieder. Und dann beenden wir auch den Part. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Leute, ich habe gerade einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich habe gar nicht auf meine KP-Anzahl geachtet. Nein. Nein. Oh, wie dumm. Wir hatten sogar noch einen Trank. Ich hätte ganz einfach flüchten sollen. Ich war gerade am Leveln und ich habe einfach nicht auf meine KP-Anzahl geachtet. Wie peinlich. Das kann ich jetzt aber auch nicht rausschneiden. Shit. Oh, Leute. Ja, damit haben wir die Challenge leider verloren. Das tut mir richtig leid. Ja, da würde ich sagen, macht's gut und ja, das war's leider. Sorry. Macht's gut. Ciao.